So einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße alle ganz herzlich zum Morning Meeting heute am Mittwoch, den 6. Oktober 2021. Gemeinsam mit Markets wollen wir uns einen Blick auf die Märkte gönnen und natürlich einen Blick auf den DAX werfen, der unter die 15.000er Marke gerutscht ist, final und auch schon weiteres bärisches Momentum aufgenommen hat, also aktuell wirklich unterhalb dieses Levels konsolidiert. Haupttreiber potenziell meiner Einschätzung nach die weiter anziehenden Zinsen, die ja auch zum Beispiel Gold wieder unter Druck bringen. Also das heißt, von den jüngsten Aufschlägen zum Wochenstart, wo wir in Richtung 1770 gelaufen sind, ist bis jetzt auch nicht mehr so viel übrig geblieben. Ja, wir werfen natürlich einen Blick auf Bitcoin. Gestern zurück über 50.000er Marke gelaufen. Wir werfen einen Blick hier natürlich auf einige Einzeltitel. Vielleicht in dem Zusammenhang auch nochmal auf Facebook. In diesem Zusammenhang, ob da gestern eine Gegenbewegung eingeleitet wurde oder eben nicht. Also ja, jein. Es ist eine leichte Gegenbewegung gewesen. Die technischen Level sind natürlich weiter hier in diesem Zusammenhang relevant. Die auch gestern eine Rolle gespielt haben. Und ja, also in diesem Zusammenhang, wir haben einiges an potenziell interessanten Themen für den heutigen Tag auf jeden Fall. Und werden natürlich parallel dazu auch Global Makro so ein bisschen abdecken, logischerweise müssen sogar, im Hinblick eben auf die anstehenden Non-Farm Payrolls am Freitag heute eine Indikation in diese Richtung ADP-Zahlen, die um 14.15 Uhr unserer Zeit veröffentlicht werden. Also auch diese könnten durchaus ein bisschen Volatilität begünstigen, beeinflussen sie doch in gewisser Form dann eventuell die zeitnahen Entscheidungen seitens der Fed im Hinblick auf ihren Taper, auf die Reduktion der Anleiheaufkäufe. Bevor wir offiziell starten, zunächst einmal hier der Blick auf den Risikohinweis. Devisen und CFDs sind komplexe Handelsinstrumente, die auf Margin getradet werden und infolgedessen mit dem Risiko einhergehen, schnell Geld zu verlieren. Ausgehend von seinem persönlichen Risikoprofil mache man sich eben nicht nur mit der Funktionsweise dieser Produkte vertraut, sondern ergänzend dazu entscheide auch, ob die sich für das persönliche Risikoprofil eignen. Vollständige Risikohinweise auf markets.com/de, dort auch alle Informationen rund um die darüber hinausgehende Produktpalette, Multi-Asset Brokerage, sprich es gibt auch Investlösungen in Richtung physische Aktien, ETFs beispielsweise. Wie gesagt, alle Informationen auf markets.com/de. Dann in diesem Zusammenhang, wenn Fragen aufkommen sollten in irgendeiner Form zu den Märkten, gerne auch unterhalb dieses Videos die Fragen posten, gerne an mich direkt adressieren, schickt mir eine Mail, kontaktiert mich via Twitter, geht auf die Webseite jk-trading.com, in dem Fall /Forum, dort habt ihr eine Trading-Chatbox, wo ihr euch mit mir austauschen könnt, nicht nur mit mir, sondern natürlich auch mit anderen Tradern, Discord-Community in dem Zusammenhang, ganz besonderer Fokus auf den US-Equities meinerseits, allerdings gibt es auch darüber hinausgehend natürlich dann Fragen für andere Assets, letzte Woche zum Beispiel hatten wir was zu Öl in diesem Kontext zum Beispiel. Also fühlt euch da bitte frei, gerne eure Fragen hier jederzeit an mich entsprechend zu richten. Hier einmal der Blick auf den DAX. Ich räume hier kurz mal im Hintergrund ein bisschen auf und teile auch gleich mal, sehe ich gerade, hätte ich mal vorbereiten können, machen wir mal so, teile einmal den Link hier zur Markets X Handelsplattform, wo ihr entsprechend eine kostenlose Demo runterladen könnt, falls ihr sagt, das ist cool, besonders der Umstand, dass wir hier dann ein Trading View Environment haben und entsprechend eben, na, wo ist denn der Link jetzt? Ja, wo ist er denn? Jetzt ist er weg. Einen Moment, jetzt müssen wir hier ein bisschen scrollen. Na, wo habe ich denn jetzt die Markets X Handelsplattform? Das kann doch nicht sein. Ah, je, meine. So, jetzt muss ich hier nochmal ganz kurz ein bisschen suchen. Das ist ein bisschen, ich habe hier so eine Liste von vorgefertigten Links, die ich dann immer entsprechend teile, aber das werden immer mehr natürlich, weil da auch beispielsweise die Blogartikel Links sind und dergleichen, dann habe ich nicht immer diese ganz langen Links, also ich kürze diese. Und ja, es sind so viele, dass ich jetzt hier, da ist er, na, sehr schön. Also, einmal hier der Link, so. Also, da könnt ihr euch eine kostenlose Demo runterladen, wie gesagt. Ja, fühlt euch frei, das zu tun. Wir machen einmal hier den DAX groß und schauen hier einmal auf die aktuelle Price Action mit Unterschreiten jetzt der 15.000er Marke. Wir hatten über Nacht schon in diesem Bereich nochmal angelaufen gehabt. Wir können auch hier beispielsweise den Chart ein bisschen zusammenstauchen. Sehen da letzte Woche am Freitag die Attacke auf den Bereich hier um eben die 15.000er Region, kurzer Flasche mal drunter. Dann gab es ja ein V, welches infolgedessen hier eingezeichnet wurde. Also das bedeutet, der US-Markt, der sich dann relativ stark präsentiert hat. Wir hatten in dem Kontext auch entsprechend herausgestellt gehabt, dass wir eigentlich eher ein bullisches Umfeld haben. Also ich sagte ja, dass wir in dieses Gesamtumfeld derzeit
infolge eben der ausbleibenden Dynamik dann in dem Fall im DAX auf der Unterseite beziehungsweise im S&P und bei einer Rückeroberung der 4.350er Marke, dass wir dann vielleicht eine Aufwärtsdrift in die Earnings Season hineinzusehen bekommen, die jetzt am zeitnah eben den Kickoff dann sieht, also Big Tech. Ja, also wir sehen jetzt schon bereits die ersten Quartalsberichte, die reinkommen, aber die großen Tech-Namen, das in Anführungsstrichen Who is Who eben hier im Blue-Chip-Bereich, die kommen dann noch Ende diesen Monats, beziehungsweise zu Beginn des kommenden Monats und dann so kleckerweise noch darüber hinaus in den November hinein. Und ich sagte, besonders in den Monatsschluss hinein, eben in diesen Kick-off der Earnings Season, dass es eventuell hier eine Drift zunächst in diese Events gibt und dass dann die Earnings wie erwartet positiv, stark positiv vielleicht sogar veröffentlicht werden, die Wachstumsaussichten eben nochmal unterstreichen und entsprechend Earnings per Share beziehungsweise die Revenue, auch die Revenue Guidance eventuell weiterhin solide ist, aber dass die eventuell nicht ausreicht, um dann entsprechend nochmal einen bullischen Impuls nach sich zu ziehen, sondern dass man das bereits eingepreist hat und dass es dann so ein Buy the Rumor, Sell the News Events eben tatsächlich gibt, in diesem Zusammenhang, was sich dann auch auf dem breiten Markt niederschlagen würde. Und so wie es aktuell allerdings aussieht, ist dieses Szenario erst einmal jetzt hinfällig. Wie gesagt, anziehende Zinsen in dieser Konstellation, die dann eben dafür sorgen, dass der US-Markt sich schwach präsentiert und der DAX, der da ja eine relative Schwäche schon seit geraumer Zeit eigentlich vollzogen hat und darauf angewiesen ist im übertragenen Sinne, dass die US-Märkte positiv performen, um auch hier entsprechend bullisch sich dann präsentieren zu können, der leidet im übertragenen Sinne vielleicht sogar besonders. Wie gesagt, rollt jetzt hier gegen eben diese obere Abwärtstrendkanalbegrenzung über, droppt unter die 15.000er Marke und heute früh, der ein oder andere hat sich vielleicht gefragt, wie ich bei Twitter dort auf diese Region um 750, 800 kam. Auf der Unterseite, die ist nicht unbedingt sofort ersichtlich, wenn man sich hier diesen Chart im Daily dann ganz besonders betrachtet auf der Unterseite, da sieht man, dass die Tiefs, die hier markiert worden sind im April, Mai diesen Jahres, genau, Mai, Juni war da nicht mehr, die liegen eigentlich so um 8,50 Pi mal Daumen. Also jene Region, die wir jetzt heute früh auch hier angelaufen sind, schon und nahezu fast punktgenau getestet haben. Woran ich mich hier orientiere bei der 750, 800er Region, ist die untere Kanalbegrenzung, also diese Abwärtstrendkanalbegrenzung, diese Region hier, wo ich mir vorstellen könnte, dass wir diesen Bereich eben testen bei entsprechend bärischer Dynamik und dann gegen diesen Bereich einen Bounce nochmal zu sehen bekommen. Also das könnte durchaus ein Szenario sein, welches dann auch für den weiteren Verlauf des Handelstages hier an der Stelle von Interesse ist. CRV-technisch würde ich jetzt auf diesen aktuellen Move nicht unbedingt mehr aufspringen wollen. Erst wenn wir vielleicht dann einen Retest hier dieses EMA 50 oder der 15.000er Region nochmal zu sehen bekommen und dann hier diesen EMA 50 an der Stelle als gleitenden Widerstandsbereich, so will ich es mal formulieren, also als dynamische Widerstandslinie eben respektieren. Also ein Bounce gegen dieses Level könnte man sich dann überlegen, mit entsprechend einem Short an der Stelle nochmal aufzuwarten, dann würde das CRV technisch gerechtfertigt. Aus den aktuellen Gefilden hier, da wäre ich sehr vorsichtig, weil ich glaube, so viel Potenzial haben wir auf der Unterseite nicht mehr zwangsläufig, dass eben das hier CRV technisch einen Trade entsprechend rechtfertigen würde. Und ja, dann, wie gesagt, dann wird es interessant zu sehen sein, ob wir eben hier gegen diesen Bereich eine positive Reaktion zu sehen bekämen, sofern wir eben diesen Flush in Richtung der unteren abwärtsen Kanalbegrenzung zu sehen bekommen. Gegen diesen Bereich könnte man dann sich antizyklisch im aktuell Short-Umfeld, in dem wir uns befinden, entsprechend dann long positionieren in Erwartung, dass es zu einem Bounce kommt, der uns in Richtung nochmal der 15.000er Region beziehungsweise hier dieser ehemaligen Unterstützungsregion und jetzigen Widerstandsregion eben zurückführt. Also das könnte dann durchaus interessant sein. Aber zunächst einmal ist der Vorteil auf jeden Fall hier auf der Short-Seite zu suchen. Wie gesagt, sollte es jetzt schon bereits zu einem Bounce kommen, würde ich die 15.000er Region als möglichen Short-Trigger in Betracht ziehen. Gegen diesen Bereich in erneuten Abprall mit Flush dann in Richtung der 14.800er Region und dann ausgehend von diesem Bereich dann entsprechend den Bounce zurück in Richtung der oberen Abwärtstrendkanalbegrenzung. Und dass das ein durchaus ernstzunehmendes Szenario ist, kann man auch hier in dem Zusammenhang in Bezug auf den S&P tatsächlich sehen. Ich hoffe, dass der sich jetzt hier aufbaut. Guck mal ganz kurz in die Chatbox. Ja, das können wir natürlich machen. Ich mache das schon mal auf, während hier. Da kommt eine Frage vom David, der schreibt: Hallo Jens, kannst du mal einen Blick auf die offenen Optionen im DAX werfen? Da haben wir jetzt ja auch zeitnah wieder einen kleinen Verfall. Da werfen wir gleich auch mal einen Blick drauf. Der kleine Verfall, der ist am, ich gucke mal kurz, 3., das ist 5., nächste Woche Freitag ist der tatsächlich. Und da können wir gleich einen Blick drauf werfen.
Der macht jetzt hier Faxen. Warum? Ja, Moment. Mache ich noch mal ganz kurz zu und dann machen wir das noch mal auf. So. Voilà. So. Besser. Also, da liegt die 4300er Region im Mittelpunkt des Geschehens. Also hier, man kann erkennen, auf 5-Minuten-Basis gestern, wir haben einen verhältnismäßig soliden Tag eigentlich gesehen, alles in allem. Also starker Opening Drive, sind dann allerdings in den Abend hinein übergelaufen, also übergerollt an der Stelle und haben es erneut nicht geschafft, eben oberhalb von 4305, ja wohl knapp im Bereich um 4350 Punkte eben zu schließen. Das war durchaus, also meiner Einschätzung nach, ein Signal von Schwäche, welches man nicht unbedingt ignorieren sollte. Ich mache mal ganz kurz übrigens Folgendes. Ich nehme die Linie mal hier raus, sieht ein bisschen überladen aus. Die nehmen wir auch mal raus. Und die nehmen wir auch mal raus. So. Also hier, diese 4350er Region haben wir jetzt erneut nicht erobern können. Demnach bleibt das weiter ein Key-Level. Also ein Tagesschluss oberhalb von 4350 Punkten würde hier an der Stelle eben signalisieren, dass wir nach unten zunächst fertig sind. Was natürlich hier ganz offensichtlich ist, ist, wir haben eine potenzielle Konsolidierung, die sich herausbildet und die auch relativ klare Level eigentlich liefert. Also wir haben, wie gesagt, noch um die 4,350 und wir wissen auf der Unterseite auch, sobald wir unter diese bis dato ausgebildeten Tiefs letzte Woche um 4,270 Punkte fallen würden, wäre auch nochmal weiterer Abgabedruck denkbar, der uns bis in Gefilde um 4,220 Punkte ungefähr führen könnte und somit bei Überschießen eventuell auch einem Retest dann hier dieser 200-Tage-Linie damit korrespondieren würde. Es ist ganz interessant in dieser Konstellation, genau dieser Rücksetzer gegen diese Gefilde hier ist natürlich etwas, ausgehend von dieser sich ausgebildeten Range, welches für ein Range-Play sich wiederum anbietet. Also sprich anders formuliert, wenn wir diesen Bereich jetzt anlaufen und dann in diesem Kontext eben hier diesen Bereich verteidigen können, halten können, es nicht zu einem Follow-Through kommt und dann es sich entsprechend sich ein Bounce abzeichnet, dann wäre das natürlich etwas, was korrespondieren dürfte mit entsprechend dem Szenario, was ich gerade hier für den DAX skizziert habe, wo wir also hier zunächst einmal diesen Flush auf der Unterseite sehen gegen diese untere Abwärtstrendkanalbegrenzung, der dann korrespondieren würde, Hand in Hand gehen würde mit einem Test der 4270er Region im S&P. Und wenn der nicht bricht, sondern gegen diesen Bereich wieder aufdreht, wäre natürlich folgerichtig zu erwarten, dass wir dann auch im DAX entsprechend dieses Bounce-Play zu sehen bekommen. Also wir sehen, dass die Märkte hier miteinander auch aus der Perspektive eben entsprechend miteinander interagieren potenziell. Und da auf jeden Fall auch ein Blick, besonders ausgehend von der aktuellen positiven Korrelation, die der DAX zum S&P 500 hat, beziehungsweise auf diesen und die Impulse, die dort geliefert werden, entsprechend reagiert, dass wir ausgehend hiervon eben entsprechend dann auch unser DAX-Play entsprechend, sofern wir eins planen, aufbauen sollten. Oder beziehungsweise ausgehend von diesem ist vom ausgehend von diesem eben formulieren sollten, beziehungsweise es mit einbeziehen sollten. So, jetzt blicken wir mal ganz kurz hier auf das Open Interest. Jetzt gucken wir mal kurz. Das ist ja erstaunlich. Also was ich jetzt hier meine, was erstaunlich ist, ist hier dieses unglaublich hohe Open Interest geschriebener Putz an der Stelle auf die 15.300er Marke. Das ist wirklich erstaunlich. Weil, ich zeige das mal ganz kurz, was ich meine. Ich muss jetzt mal ganz kurz erstmal meine Gedanken ordnen. Das passt relativ gut. Also, der Balken hier, um den geht es hauptsächlich. Warum ist der erstaunlich? Weil das Auszahlungsprofil einer solchen Put-Option der Basisversion. Also wir gehen jetzt davon aus, dass es sich nicht hier um eine komplexe Handelsstruktur eben handelt. Das Auszahlungsprofil eines Short Puts an der Stelle, das knickt nach links unten ab, sofern ein entsprechendes Niveau unterschritten wird. Also das ist die Gegenposition zu einem Long Put, der sich gegen fallende Kurse absichert. So, ich schreibe das mal ganz kurz hier drüber. Short Put. Und dieser Bereich hier, also nehmen wir jetzt mal die 15.300 an der Stelle. Wir sehen, dass mit Unterschreiten dieses Niveaus eben entsprechend solch ein Auszahlungsprofil hier
negativ wird. Also das heißt, die Marktteilnehmer, die hier entsprechend eben auf die 15.300er Marke Puts geschrieben haben, die liegen unter Wasser. Und zwar deutlich unter Wasser. Vor dem Hintergrund dessen, dass wir jetzt im Bereich um 14.870 Punkte ungefähr eben tatsächlich handeln. Also das heißt 500 Punkte an der Stelle. Eventuell ist das auch mit einer der Gründe, weswegen dann entsprechend fortwährend eigentlich Abgabedruck auf den Weg gebracht wurde, nachdem es hier eben jetzt dieses Überrollen gab. Vorausgesetzt natürlich an der Stelle, dass es hier eine, dass es sich um eine nackte Position in Anführungsstrichen handelt, wovon nicht auszugehen ist, ehrlich gesagt. Also ich gehe davon aus, das wird irgendwie Teil eines komplexeren Optionskonstruktes an der Stelle eben tatsächlich sein. Aber es ist dennoch überraschend, wie gesagt, dass wir ein derart hohes Open Interest geschriebener Puts auf dieses Niveau eben tatsächlich sehen. Und ich gehe davon aus, dass eben auch infolge dieser Abwärtsbewegung jetzt hier, also Abgabedruck, der auf den Weg gebracht worden ist, dass auch der infolge dann entsprechende Absicherungsgeschäfte vielleicht auf den Weg gebracht wurde. Also sprich Absicherungsgeschäfte, um diesen abknickenden Ast nach links unten abzusichern, muss ich eine Position aufbauen, die solch ein Auszahlungsprofil hat. Und wie bekomme ich dieses Auszahlungsprofil? Dadurch, dass ich den Future DAX verkaufe. Also das ist das, um was es hier hauptsächlich geht. Was wir an der Stelle jetzt darüber hinausgehend hier natürlich tun sollten, ist zum einen mal die 15.000er-Region eben zu beachten. Ja, das ist das zweithöchste Open Interest. Also diese roten Balken, die sind diese rotfarbenen Balken, das sind die sogenannten geschriebenen Puts an dieser Stelle. Die 15.000er-Marke, deswegen das normalerweise eigentlich höchste Open Interest. Das hat besonders mit dem Umstand zu tun, dass es sich einfach um ein rundes Level an dieser Stelle handelt und das aus psychologischer Perspektive Anziehungskraft hat eben. Die Marktteilnehmer, die gegen die 15.000er oder die Absicherungsgeschäfte eben hier, ich mach mal ganz kurz zurück, zack, 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 zack. So, also die jetzt hier auf die 15.000er-Marke entsprechend eben Puts geschrieben haben, die haben natürlich jetzt auch einen Absicherungsbedarf. Das heißt also, das Unterschreiten der 15.000er-Marke ruft diese Marktteilnehmer auf den Plan, wonach sie eben Absicherungsgeschäfte auf den Weg bringen, die weiteren Abgabedruck nach sich ziehen, infolge dieser Ab, also dieses Hedges, den sie auf den Weg bringen. Das heißt also, aktuell ist dieser Abgabedruck eventuell auch dem Umstand geschuldet, dass eben hier Absicherungsgeschäfte auf den Weg gebracht werden. Und jetzt wird es ganz interessant. Jetzt kommt nämlich die 14.800er Region ins Spiel, die auch aus optionstechnischer Perspektive hier eine Rolle spielt. Das kann man hier sehen. Das ist dann der unterhalb dieser 15.000er Marke das nächste höchste Level, also das heißt der höchste Balken, rote Balken entsprechend, der hier herausragt. Und die 14.800er Marke an dieser Stelle, vor dem Hintergrund, dass wir schon relativ weit überdehnt sind, unterstreicht das eigentlich die gerade von mir formulierte Hypothese, dass es da diesen Flushout gibt, diesen Test der unteren Abwärtstrendkanalbegrenzung und dass wir dann gegen diesen Bereich aber Verteidigungskäufe sehen. Also jetzt mal vor dem Hintergrund, dass wir auch dann hier potenziell in den markttechnisch bezeichnet Wirkungsbereich vorstoßen würden. Also das heißt, Chance-Risiko-Verhältnis technisch wird es durch eben jetzt diesen über den Modus auf der Unterseite schon verhältnismäßig unattraktiv, Short-Positionen eben hier auf den Weg zu bringen. Das bedeutet, mit fortschreitendem Modus auf der Unterseite wird hier immer weniger Interesse bestehen, weitere Short-Positionen aufzubauen, weil die CRVs einfach unattraktiver werden. Man wartet im Grunde genommen auf einen Bounce. Und besonders dann gegen die 14.800er-Region ist in Folge vielleicht dann hier entsprechende Verteidigungskäufe gegen dieses Level, ausgehend vom Open Interest geschriebener Puts an der Stelle, ist dann eben damit zu rechnen, dass wir genau dieses Bounce-Szenario eben zu sehen bekommen. Also das heißt, anders formuliert für uns jetzt als Trader, derzeit ist der Modus eben geduldig sein. Also eventuell hast du einen Short Trade, ausgehend beispielsweise von der Open Range, die du ganz klassisch eben hier formulierst. Dann nimmst du das Hoch und das Tief in der Handelsspanne, ich immer zwischen 8 bis 9:05 Uhr. Das PDF findet ihr auf meiner Webseite, das könnt ihr euch da kostenlos runterladen, im Bereich Marktanalysen unter anderem beispielsweise. Und wir haben die Short-Position und diese hat auch jetzt aktuell zwar noch nicht das Take-Profit-Level erreicht, aber das Risiko verdient. Also das heißt, wir können sonst Stop nachziehen, beziehungsweise wir würden die Position manuell rausnehmen. Das wäre dann so eine diskretionäre Adaption dieses Setups, wenn wir den EMA 50 eben zurückerobern würden. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Das heißt also, ein Short Trade ist aus dieser Perspektive jetzt nicht mehr interessant, aber Long Trades werden eben aus den gerade geschilderten Gründen eben interessanter. Wie gesagt, erstmal Wirkungsbereich, in dem wir vorstoßen, erhöhtes Open Interest gegen dieses Level und dergleichen. Also 14.800er Region scheint mir durchaus von Interesse zu sein für ein entsprechendes Bounce Play. Nochmal ergänzend dazu gesagt, dann eben auch, wenn wir den S&P betrachten und an der Stelle erwarten, dass wir die untere Range-Begrenzung hier, also die 270-280er Region, eben nicht nachhaltig unterschreiten. Also nicht, dass es nicht möglich wäre, dass wir einen kleinen Flush zu sehen bekommen unter dieses Level, ein potenzielles vielleicht
vielleicht Stop-Phishing oder dergleichen, wie auch immer man das bezeichnen würde, dass wir dann aber ein Quick-Rebuild sehen, wieder zurück über das Level gekauft werden und dann wieder in Richtung der 4350, 4360er-Region eben laufen. Und ja, dann eben sehen sollten, wollen, ob wir früher oder später einen Schluss eben oberhalb dieses Levels zu sehen bekommen. Und infolgedessen dann weiteres bullisches Momentum auf den Weg gebracht wird, beziehungsweise wir dann in diesem korrektiven Modus, in dem wir uns gerade befinden, ob wir dann eben tatsächlich fertig sind auf der Unterseite. So, das also zum DAX. Wir werfen nochmal kurz einen Blick hier auf... Oh, wo habe ich sie? Wo habe ich sie? Wo habe ich sie? Auf die Facebook. Bin ich rübergescrollt? Infineon? Micron? Erstaunlich. Dachte eigentlich, dass ich die drin hätte, die Aktie. Okay. Na gut. Wie auch immer. Also, erinnert euch dran, ich hatte gesagt, hier Verteidigung der unteren Aufwärts Trendlinie übergeordnet. Das konnte man hier durchaus sehen, dass das auch aus der Perspektive ein technisch relevant, durchaus relevanter Bereich ist. Wir haben gestern auch verhältnismäßig solide eröffnet, ehrlich gesagt. Und haben dann auch, ja, wir haben eigentlich klare Level gehabt, die geliefert worden sind eigentlich für den Trade. Ich will das mal ganz kurz vielleicht zeigen, wie ich das in der Discord-Community hier geschrieben hatte. So, ich ziehe das mal eben einmal hier rein, beziehungsweise ich mache mal eben Folgendes, und zwar, ich teile auch mal den Link dafür. Einen Moment. Lassen wir mal nicht ablaufen, dann hat man auch keinen zeitlichen Druck, kein Limit. So, kopieren. Sehr schön. So, also da hatte ich gestern hier was zu Facebook geschrieben gehabt. Einen Augenblick. Jetzt mal kurz hier rein. Discord. Doppelpunkt. So, einmal der Link. Einen Moment. Kann ich tatsächlich nicht. Kann ich nicht, weil wenn ich eine Option auf Tesla, also wenn ich Tesla jetzt shorten würde, dann würde ich das über die Option über die Börse gehandelt eben tatsächlich machen. Also das heißt, ich würde dann hier nicht mit Optionsschein oder dergleichen oder irgendwelchen Zertifikaten oder so arbeiten, sondern ich würde wirklich über die börslich gehandelte Option gehen. Also das heißt entsprechend eben dann über den entsprechenden Optionsplatz, auch ausgehend von der jeweiligen Börse, die das entsprechend anbietet. Also ich würde das börslich handeln wollen mit einer entsprechenden Option. Also ich, mit einer WKN oder Optionsschein, da wäre ich dahingehend vorsichtig, weil Optionsscheine einfach die Tendenz haben, dass sie nicht unbedingt zwangsläufig fair gepreist sein müssen. Also das ist nicht, dass es jetzt... mit CFDs kann man es auch machen, ja genau, mit CFDs, deswegen auch würde ich es auf jeden Fall mit CFDs machen, wenn ich dann diesen Weg gehen wollte, ausgehend eben vom Umstand, dass die einfach transparent sind. Also das ist ein ganz, ganz entscheidender Vorteil gegenüber Optionsscheine, ganz besonders an dieser Stelle, man weiß einfach nicht, wie die gepreist sind, ob die Pricings, die man dort eben erfährt, ob die wirklich fairer Natur sind. Und deswegen wäre ich da mit eben solchen Optionen dann an der Stelle, auch wenn sie Vorteile bieten, also Optionsschein an der Stelle, durch eben das klar definierte Risiko und dergleichen. Das ist nicht eine WKN, dann der Preis, der bestimmt sich dort entsprechend eben über Angebot und Nachfrage im Orderbuch und dann entsprechend eben über die jeweiligen Kontraktspezifikationen. Also das bedeutet, welche Laufzeit ich dann eben bevorzuge, und dann würde ich ausgehend eben davon, würde ich dann eben entsprechend mein Bid oder mein Offer eben entsprechend reinstellen in den Markt. Also ich kann das mal ganz kurz hier zeigen, wie sowas aussieht. Tesla, Option, Chain. So. Und zwar hier. So sieht das beispielsweise dann aus. Also das ist jetzt die sogenannte Optionskette. Und das bedeutet an dieser Stelle, da sind im Grunde genommen hier die jeweiligen Kontrakte, Laufzeiten beispielsweise. Ich weiß jetzt nicht, über welches Zeitraum, sagen wir mal November. Ich setze darauf, dass Tesla einen Bounce sieht. Und dann habe ich eben hier über die Nasdaq, habe ich die entsprechenden Möglichkeiten, entsprechend mir anzuschauen, abhängig vom jeweiligen, sowohl Calls als auch Puts. Wir reden jetzt nur von Puts an der Stelle, kann ich das auch einstellen. Und dann kann ich hier zum Beispiel sagen, ob ich einen Near the Money, In the Money oder Out of the Money zum Beispiel Call, in dem Fall Put, Verzeihung, Put eben haben möchte. Out of the Money bedeutet deutlich unterhalb des aktuellen Kursniveaus eventuell an dieser Stelle. Also wir haben derzeit eine Tesla, die wird bei $780 oder sowas gehandelt. Das bedeutet, also wenn ich in 700,
700er Put zum Beispiel, Fall 5. November, das wäre jetzt in einem Monat von heute ungefähr, eben entsprechend handeln wollen würde, dann wäre das hier. Und dann hätte ich dort eben entsprechend, hätte ich einen Preis, obwohl, ja, natürlich, jetzt ist es außerbörslich, deswegen sehen wir das nicht, Bid-Ask, aber an dieser Stelle eben der letzte Preis, der da gehandelt wurde, an dieser Stelle zum Beispiel, der lag bei 25, 24,50 an dieser Stelle. Bezieht sich auf 100 Aktien, das heißt also, wenn ich jetzt an der Stelle eben so einen Put hier kaufen würde, einen Kontrakt, würde ich dafür eine Prämie bezahlen von 24,50 mal $100. Und das wäre der Preis dann für solch eine Option beispielsweise. Also man sieht, das bezieht sich, das ist ein genormtes Produkt. Also das ist auch jetzt nichts für ein kleines Konto an dieser Stelle. Weswegen ich dann wieder nachvollziehen kann, dass man zum Beispiel den Weg über Optionsscheine geht. Aber das Problem bei den Optionsscheinen ist eben das nicht besonders saubere Pricing an der Stelle. Oder beziehungsweise nicht zwangsläufig saubere Pricing, so will ich es mal sagen. Also ich weiß nicht, ob da nicht eventuell der Emittent irgendwelche Faxen macht und irgendwelche Mondpreise in irgendeiner Form dann für entsprechend die jeweilige Option aufruft, beziehungsweise wie dann entsprechend sich die Kurse auch anpassen, abhängig davon, ob der Markt sich in meine Richtung entwickelt und dergleichen. Eben tatsächlich, ob ich dann auch wirklich eben entsprechend hier meinen Code bekomme. Der Grund auch übrigens, warum ich da jetzt mittlerweile sehr reserviert bin, ist, weil mir, nicht, dass es mich persönlich betroffen hat, aber es ist jemand an mich reingetreten, mal, das war schon mal so ein paar Jahre her tatsächlich. Also das war damals zum ersten Bitcoin-Hype und der hatte im Kryptobereich halt über entsprechende Optionsscheine beziehungsweise Zertifikate sich dort eben engagiert gehabt, hat das nicht über CFDs gemacht und hat das teuer bezahlt, dahingehend nämlich, dass dem einfach keine Kurse mehr gestellt wurden, ausgehend von der damaligen Volatilität. Das passiert dir hier halt bei einem entsprechend genormten, in Anführungsstrichen, beziehungsweise börslich gehandelten, dann auch aktiv gehandelten Produkt, wie beispielsweise einer Put-Option in der Tesla, passiert dir das eben nicht. Und deswegen ist das meine erste Anlaufstelle eben an dieser Stelle. Die genauen Produktspezifikationen, da bin ich jetzt dann raus. Also wie die da bei anderen Brokern angeboten sind, wie gesagt. Also das ist der Weg, wenn ich Optionen oder Put lese, bin ich halt direkt über die Börse, beziehungsweise was ich immer empfehlen würde, sofern man einen Short Bias hat, dann in dem Fall hier für Tesla und einen kurzen Bounce eben tatsächlich spielen möchte. Habe ich die Tesla nicht hier drin? Ich muss hier unbedingt mal ein bisschen aufräumen. Das sind zu viele Titel, die ich hier drin habe. Bitcoin. Da ist die Tesla. Also, wie gesagt, wenn ich da eben jetzt gegen die 800er Region mich zum Beispiel short positionieren wollte, hat sich wieder aufgehangen. Einen Moment. Dann würde ich das eben hier über ein CFD entsprechend handeln wollen an der Stelle, weil ich da auch eine bessere Möglichkeit habe, das dann entsprechend zu skalieren. Das, was ich natürlich an dieser Stelle als Problem habe, in Anführungsstrichen, ist, dass wenn ich jetzt einen Monat so eine Option zum Beispiel habe an dieser Stelle, dass ich dann eben in dem Fall auch kurzzeitig mal Pops über die 800er Marke entsprechend eben hier aushalten könnte, in Anführungsstrichen. Also das heißt, das wäre nicht problematisch. In dem Fall, wenn ich jetzt hier das mit dem CFD abbilde, dann würde ich an dieser Stelle eben, würde ich meinen Stop hier oberhalb der Hochs, die wir Montag markiert haben, das ist Bereich 805 ungefähr, würde ich den entsprechend setzen und würde natürlich bei solch einem Pop entsprechend ausgestoppt werden. Ja, also ich hoffe, dass das die Frage einigermaßen beantwortet. Wie gesagt, hier im Falle von Tesla können wir das ganz kurz abarbeiten, 765 allerspätestens, sollten wir einen Drop unter dieses Niveau zu sehen bekommen, dann könnten wir durchaus nochmal eine tiefere Korrektur einleiten in Richtung dann hier. Das kann man hier im Daily vielleicht noch ein bisschen besser sehen, in Richtung der unteren Aufwärtstrendkanalbegrenzung. Das ist dann vielleicht sogar die Region, naja, 730 vielleicht, so Pi mal Daumen, 740. Das wäre so ein Bereich, gegen den ich mich auch gerne nochmal long positionieren würde, in Erwartung eines sehr guten Earnings Reports, der uns wahrscheinlich anstehen dürfte. Dann am 20. Oktober ist das an der Stelle. Das heißt also 2 Wochen von jetzt. Ich bin mir nicht sicher, ob ich da wirklich eine WKN genannt hatte bei Twitter. Müsste jetzt schauen. Aber ich glaube, also ich, das, das, ich würde wahrscheinlich, habe ich mich bezogen auf eine Realoption. Also ich glaube nicht, dass ich da mit einem Optionsschein oder dergleichen gearbeitet habe. Aber ich, also wenn der Link noch irgendwie vorhanden ist, dann würde ich mal reingucken. Also das gerne. Aber ja.
So, das zu Tesla. Ganz kurzer Augenblick. Ich gehe mal zurück. Ein Moment. Tesla Optionsscheine. Also wir hatten jetzt gerade Facebook. Genau, Facebook hatten wir. Ein Moment. Wo habe ich die? Da. Also, unsere Trendkan oder Trendlinie ist hier verteidigt worden. Und hier, was ich geschrieben hatte, zum heutigen Handel vorbörslich nicht so aktiv. Also aktuell zu dem Zeitpunkt, als ich es geschrieben habe, sind dann tatsächlich noch ein bisschen mehr Stücke geworden, die da vorbörslich gehandelt wurden. Ich müsste jetzt gucken, genau wie viel. Es waren, glaube ich, aber etwa 600.000, 700.000 Stücke mindestens, die dann da an der Vorbörse noch gehandelt worden sind. Und Fokus auf der Unterseite, auf der 3,23. Aktuell, dann kann man es hier sehen. Können wir die 3,27 halten? Falls ja, dann wäre oberhalb von 3,32 dann sogar ein Lauf bis 3,38, 3,40 denkbar. Und es war dann so, wir haben hier relativ deutlich, das hat man dann auch hier gesehen, ich habe das dann eingefangen. Also die 3,27 konnten wir eben tatsächlich verteidigen gestern. Hier, das ist ein 5-Minuten-Chart an dieser Stelle. Also hier sahen wir die Eröffnung und da konnten wir sehen, die 3,27 konnte gehalten werden. Auch beim zweiten Pull-in hier nach einer Handelsstunde ungefähr. Und von dort gab es dann entsprechend den Bounce über die 3,32. Das war auch deswegen brisant übrigens, weil das vorgestrige an der Stelle, also das montägliche Tief der Handelsspanne eben tatsächlich oder der Eröffnung war, unter welcher wir dann entsprechend eben weiteren Abgabedruck gesehen haben, wo diese Outage eben kam. Also das heißt, wo wir dann eben WhatsApp, Facebook, Instagram und dergleichen down gesehen haben durch diesen angeblichen DNS-Fehler oder wie auch immer das heißt. Da konnte man sagen, wenn wir dieses Niveau um diese Tiefs hier vom Vortag eben zurückerobern können, dann ist das eigentlich ein positives Signal. Das war wie gesagt die 3,30er Region ungefähr, 3,32er Region war es, so kam ich auf dieses Level. Und wir haben dann eben eine recht starke Reaktion gesehen und wir konnten diesen Bereich ebenfalls halten. Und dadurch ist dann eben hier weitere Dynamik auf der Oberseite eben entsprechend auf den Weg gebracht worden. Das haben wir gestern natürlich insgesamt. Naja, ein alles in allem solides Umfeld gesehen, besonders in den Abend hinein allerdings dann ein bisschen schwächer. Jetzt ist so ein bisschen die Frage, ob wir da einen weiteren Bounce oder eine Fortführung der Gegenbewegung sehen. Facebook ist nicht auch so unbedingt, ich würde mal sagen, die aktiv oder die attraktivste Trading-Aktie. Aber es waren auf jeden Fall gestern verhältnismäßig klare Level, gegen die wir uns haben hier positionieren können. Und sollte es jetzt gelingen, dass wir hier oberhalb dann der 3,35 ist es ungefähr, uns heute positionieren, könnte dann sogar anstehen, dass wir nicht nur in Richtung 3,38, 3,40 laufen, sondern vielleicht dann auch sogar einen Gap-Close entsprechend auf den Weg bringen. Vorausgesetzt natürlich, der übergeordnete Markt präsentiert sich in diesem Zusammenhang, wie gerade skizziert, also gegen diese untere Range-Begrenzung im S&P, dass die 4,270 am 4,280 gehalten werden kann, dann wäre denkbar, dass eben Facebook hier dieses Bounce-Potenzial ausspielt an dieser Stelle eventuell, dass der Bias etwas doch sehr arg short geworden ist oder sehr, sehr klar bärisch, sehr skeptisch. Ich hatte mich ja gestern auch nicht unbedingt nur positiv in Bezug auch auf längerfristige Ausblick für Facebook eben geäußert. Das ändert jetzt noch nichts wirklich daran, dass hier weiter das Risiko besteht, dass es zu einem Drop dieser Trendlinie und eventuell dann auch am tiefen Einknicken mit Drop unter die 300er Marke über kurz oder lang kommen könnte. Aber es ist zumindest mal so, dass wir kurzfristig eventuell wenigstens einen Bounce sehen könnten, der irgendwie wenigstens einen teilweisen Gap Close in irgendeiner Form nach sich zieht. Ja, das noch an dieser Stelle zu Facebook als Nachbetrachtung. Gold ist aktuell, na, jetzt wird es langsam ein bisschen nervig, ne? Einen kurzen Augenblick mal. Ich gucke mal eben, ob das hier ähnlich schwierig ist. So. There we go. Also, da laufen wir jetzt gerade in einen möglichen Schlüsselbereich wieder hinein. Diese Region hier, potenzielle Supportregion 1780 ungefähr. Also Gold hat hier jetzt besonders eben durch die aktuelle Konstellation im Hinblick auf den Zins und die anziehenden US-Zinsen, die deutlich zurück über 1,5% gelaufen sind, was übrigens dann auch entsprechend sich im Tech-Bereich natürlich bemerkbar macht. Interessanterweise, wovon sich Tesla aber abkoppeln kann. Also wir müssen uns immer mal vor Augen führen, wenn wir vielleicht gehen wir noch mal ganz kurz zurück. Wenn wir uns zum Beispiel jetzt mal diese Korrekturbewegung hier im Tech-Bereich anschauen und von wo wir hier kommen. Also wir sind jetzt roundabout von den Hochs, sind wir etwa 1000 Punkte hier mittlerweile gedroppt. Das kann man hier wahrscheinlich im Chart unten noch ein bisschen besser erkennen. Ich da mal ein bisschen die Linien rausnehmen, jedenfalls. So, ist ja nicht so überladen. Zack, den nehme ich auch mal raus. Also, da sehen wir, dass hier mit Sicherheit einer der Hauptgründe die anziehenden Inflationssorgen sind und infolgedessen die anziehenden Zinsen, die dann eben entsprechend sich besonders negativ eben im Tech-Bereich auch bemerkbar machen.
Was aber erstaunlich ist, vor dem Hintergrund dieser Korrekturbewegung, die wir hier sehen, dass zum Beispiel eben so starke Growth-Titel, die so eine relative Stärke haben, wie Tesla beispielsweise, um mal einen bullischen Case zu zeichnen, ob das irgendeine gute Idee ist, da sich auf einen massiven Drop eben zu positionieren oder nicht eher vielleicht ein Tesla über kurz oder lang doch eine Attacke auf die Allzeithochs stattfindet. Vielleicht noch im vierten Quartal, besonders wenn die Earnings jetzt gut ausfallen, beziehungsweise zu Beginn dann des ersten Quartals 2022. Tesla ist in dieser Gesamtkonstellation, anders als hier zum Beispiel, also wo wir es im Februar, März zu sehen bekommen haben, da haben wir das letzte Mal so einen relativ scharfen Anstieg in den Zinsen gesehen und da konnte sich auch Tesla da nicht wirklich entziehen, den damaligen Entwicklungen. Hatte natürlich aber auch vorher natürlich schon, ist mit einigem an Vorschusslorbeeren eben tatsächlich gestartet. Heilige Maria. Einen Moment. So, jetzt gehen wir doch wieder zurück. Ach ja. So, hatte sich hier mit einigen, ist natürlich mit einigen Vorschusslorbeeren gestartet gewesen durch einen massiven Run auf der Oberseite. In dem Zusammenhang hier Inklusion in den S&P 500, Jahresendrallye. Und da kam natürlich dann hier dieser scharfe Pull-in, in Anführungsstrichen getragen vom übergeordneten Markt, in Anführungsstrichen gerade recht. Nunmehr ist es einfach so, dass wir uns hier wirklich, und das kann man hier relativ gut erkennen, trotz dieses sich eintrübenden Bildes recht stark eben tatsächlich an dieser Stelle präsentieren können. Und das ist etwas, was durchaus auch Berücksichtigung finden sollte. Sollte sich nämlich früher oder später dann diese Inflationssorgen vielleicht widerlegen und die in Zinsen potenziell austoppen, beziehungsweise eventuell die Fed dann an dieser Stelle doch nochmal geldpolitisch aktiver werden in irgendeiner Form, was auch immer sie dazu anhält, das dann zu tun, geldpolitischen Stimulus weiter eben zu liefern und nicht so aggressiv zu tapern, wie der Markt das eventuell antizipiert, dann könnte ganz besonders eben beispielsweise eine Tesla hier in dem Zusammenhang massiven bullisches Breakout-Potenzial haben und dieses Szenario mit dem Push in Richtung und über die 1000-Dollar-Marke eventuell früher als erwartet eben tatsächlich dann sogar tatsächlich schon vollziehen. Hier die Frage von Unleashed, ob Michael Burry seine Short-Position noch hält. Also ich habe, soweit ich das noch in Erinnerung habe, hatte hier das so verstanden, dass das auch eine Option ist. Also dass das ein Put war an der Stelle, ob er die noch hält. Keine Ahnung. Er ist bei Twitter. Kannst du ihn mal fragen. Ich weiß aber nicht, unter welchem Namen der da ist. Der heißt auf jeden Fall nicht Michael Burry. Cassandra, glaube ich, heißt der da. Cassandra. Ich habe keine Ahnung, ob der die Short-Position eben tatsächlich noch hält. Aber alles in allem, man kann schon erkennen. Also ich bin für Tesla mehr und mehr eigentlich sehr, sehr bullish, weil das eine relativ echt starke Performance ist. Trotz auch der aktuell sich anziehend präsentierenden Zinsen und vor dem Hintergrund auch der jüngsten Delivery Numbers beispielsweise, die eben darauf hindeuten, dass diese Earnings entsprechend eben ebenfalls weiter crushing sein werden, weiter die Erwartungen der Analysten nicht nur erfüllen, sondern auch übererfüllen. Und dass in dem Kontext dann natürlich auch entsprechende Analysten-Upgrades zum Beispiel stattfinden dürften. Also das heißt, diejenigen, welchen Analysten, die jetzt eben sich noch zurückgehalten haben, vielleicht durch die Unsicherheit im Markt, Inflationssorgen, anziehende Zinsen und dergleichen, Semiconductor Shortage auch etwas, also Halbleiterbereich zum Beispiel, die werden eventuell dann früher oder später gar nicht anders können, als entsprechend eben ihre Analysteneinschätzungen anzupassen, was natürlich wieder Kapitalzuflüsse nach sich zieht. Denn an diesen Analysteneinschätzungen, wie gesagt, orientieren sich beispielsweise ja auch Fonds an der Stelle, ETFs beispielsweise, die dann eben entsprechend ihre Exposure in den jeweiligen Einzeltiteln eben aufbauen oder reduzieren, abhängig davon, wie eben dann die Analystenmeinungen sind, was frisches Kapital in diese Aktie pumpen könnte und infolgedessen dann auch dazu führt, dass es eben so ein Reinforcement einfach schlichtweg gibt, was die Aktie dann in Richtung neuer Allzeithochs befördern könnte, also sprich die 900er Marke zeitnah da aktiviert. Ja, bezogen auf Gold kommen wir hier zum Global Macro Play zurück an der Stelle. Also bezogen auf Gold ist das natürlich heute dahingehend interessant, weil wir haben heute Nachmittag die ADP-Zahlen, die veröffentlicht werden. Diese ADP-Zahlen, mal schauen, sind potenzielle Indikationen für die Non-Farm Payrolls am Freitag. Jetzt nichtsdestotrotz, wir haben in der jüngeren Vergangenheit gesehen, die ADP-Zahlen und die NFPs, die sind dann doch so ein bisschen von einer abgedriftet oder sind divergiert. Also mal waren die ADP-Zahlen verhältnismäßig solide, dann waren die NFPs schlecht, dann wieder umgekehrt, waren die ADP-Zahlen eher schwach, haben die NFPs dennoch outperformed an der Stelle. Nichtsdestotrotz als Orientierung ist das ein ganz interessanter Datensatz. Sollte es hier eine Enttäuschung geben, also ich mache das mal ganz konkret. Trading Economics machen wir mal auf.
Und wir gehen mal hier auf die Indicators und dann die United States, in den USA, Labor und hier ist der ADP. Sollten wir einen Print zu sehen bekommen, der deutlich unterhalb von 400.000 Stellen im geschaffenen Stellen im privaten Sektor eben liegt, also vorher 374, die Erwartung mal recht deutlich untertroffen, dann wäre das eventuell ein Grund dafür, kurzzeitig auch mal einen Drop eben entsprechend im Zins zu sehen, in 10-jährigen Zinsen. Und das wiederum könnte dann eben hier ein Bounce gegen diese Region, 1750 rund gesprochen, vielleicht gleich darunter, verteidigen dieser Region eben nach sich ziehen, wo wir dann sehen müssen, ob es zu einem Tagesschluss oberhalb von 1763, 764 reicht. Falls ja, könnte das den Weg bereiten in den Wochenschluss hinein, besonders dann durch die Non-Farm-Payrolls getragen, der uns in Richtung der 1780er Region führt. Summa summarum bleibt aber erstmal, dass hier sich tradingtechnisch das nicht wirklich attraktiv darstellt. Also der ein oder andere wird vielleicht sagen, naja, das ist ja durchaus eine ausmachbare Region, die potenziell relevant zu sein scheint. Sie wird respektiert, wurde in der Vergangenheit, in der jüngeren Vergangenheit mehrfach respektiert. Wir haben verhältnismäßig viel Trading um dieses Level gesehen, haben ihn als Support, dann als Widerstand eben und jetzt wieder als Support gesehen. Bereich 745, 750. Demnach könnte man einen Long gegen diesen Bereich auf den Weg bringen. Ich finde das allerdings auch vor dem Hintergrund der aktuell nicht so stark ausmachbaren Price-Action, also bullischen Action ganz besonders, auch im Minenbetreibern zum Beispiel, nicht unbedingt attraktiv derzeit im Gold zu, Long zu sein an der Stelle, also Papiergold an dieser Stelle. Ich würde da einfach mehr relative Stärke sehen wollen, bevor ich mich in irgendeiner Form Long positioniere. Also es hat sich jetzt nicht bei meinem übergeordneten globalen makroökonomischen Bild irgendwas geändert. Ich bin weiterhin davon überzeugt, dass wir einen längerfristig sehr bullischen Case für Gold eben tatsächlich haben. Aber nichtsdestotrotz aus tradingtechnischer Perspektive kurzfristig favorisierst du eigentlich eher die Short-Seite vor dem Hintergrund dieser jüngsten relativen Schwäche. Und auch wenn dieser Bereich besonders hier gebrochen wird, also mal angenommen, die ADP-Zahlen sind jetzt heute outstanding und wir sehen eine weitere Beschleunigung eben der Zinsen auf der Oberseite, dann haben wir aus der Konstellation natürlich potenziell hier einen Grund davon auszugehen, dass das Gold doch nochmal einen bärischen Impuls sieht, unter die 1740 rutscht und dann in dem Zusammenhang nochmal hier diese Tiefs der Vorwoche um 1720, vielleicht sogar einen Push Richtung 1680, das ist diese Region hier, um die aktuellen Jahrestiefs eben dann auf den Weg bringt. So, Silber, ähnliche Konstellation wie Gold, allerdings Price-Action-technisch ein bisschen interessanter, ehrlich gesagt. Die nehme ich mal ganz kurz hier raus. Die verlängere ich mal. Einen Moment. Obwohl, muss man gar nicht machen. Ich glaube, hier so. Ja, wir können damit ganz gut, glaube ich, arbeiten an der Stelle. Ich glaube, also gefühlt jedenfalls, und auch die Price Action deutet darauf hin, wir sind jetzt in einem Bereich hier, der eventuell sich durchaus eignen könnte, für eine Long-Position in Gold, in Silber an der Stelle, sich Long zu positionieren, auch mit einem Level, gegen das wir hier relativ klar riskieren. Also du möchtest eigentlich jetzt in diesem Bereich die Silber Long positionieren, Stop knapp unterhalb der 22, vielleicht 21,95 und spekulierst dann an dieser Stelle darauf, dass wir gegen diesen Bereich wieder aufdrehen und dann über kurz oder lang hier diesen Bereich um 22,80, 23 auf der Oberseite, dass wir diese Region rausnehmen. Das sieht zwar jetzt in der Gesamtkonstellation relativ schwach aus, aber wir sind hier meiner Einschätzung nach einer potenziellen Bodenbildung zugange. Und auch CRV-technisch scheint mir das attraktiver zu sein als das, was uns eben in Gold noch entsprechend bevorsteht, beziehungsweise wir haben ja auch ein klareres Level, gegen das wir einfach sauberer riskieren können. Und demnach finde ich das Trading-technisch eigentlich ganz interessant, diesen Bereich jetzt hier so, gegen den vielleicht ein Long durchaus interessant sein könnte an dieser Stelle. Und wo wir einfach sagen könnten, wir riskieren hier einfach gegen diesen Bereich um, wie gesagt, 22, relativ klar. Wenn wir dieses Level unterschreiten, dann ist es nochmal denkbar, dass wir doch mal deutlicher sogar Abgabedruck sehen. Und dann schauen wir einfach mal an der Stelle einfach, wie weit uns in Anführungsstrichen die Füße eben, wie weit uns die Füße hier tatsächlich tragen. Kurz noch einen Blick übrigens mal. Interessant. Moment, jetzt muss ich mal ganz kurz was gucken. Muss ich mal ganz kurz hier was gucken. So.
Okay. So. Sehr schön. So, einen kleinen kurzen Augenblick. Einen kurzen Augenblick. So. Zack, 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 zack. So. Man kann ja viel darüber sprechen, aber man kann das ja auch gleich innerhalb eines Trades absetzen. So, ich habe jetzt gerade eben meine Gedanken so gut gefunden. Und dieses Setup, dass ich mich hier tatsächlich jetzt long positioniert habe. Ja, das wollte ich jetzt mal ganz kurz sagen. Also, das ist jetzt keine Anlageempfehlung oder dergleichen. Also, bitte nicht falsch verstehen. Aber ich finde das ehrlich gesagt in der Gesamtkonstellation gerade, auch mit dem Ausblick auf die heute anstehenden ADP-Zahlen, finde ich das einen ziemlich interessanten Bereich. Also, muss ich ganz ehrlich gestehen, die Konstellation, die gefällt mir verhältnismäßig gut. Wie gesagt, auch wenn ich ein klares Level habe, gegen das ich hier entsprechend riskieren kann. Also, das finde ich gerade CRV-technisch unglaublich interessant. Also weil wir schon alleine mit Erreichen hier der 22-80er-Region gegen diesen Bereich bei dem jeweiligen Risiko CRV von 2 zu 1 haben. Also das heißt, du hast an der Stelle nicht nur ein klares Level, gegen das du riskierst, sondern du hast an der Stelle eben auch, wie gesagt, ein CRV, welches dann es schon rechtfertigt, gegen diesen Bereich bei Überschreiten eben den Stop entsprechend nachzuziehen, beziehungsweise vielleicht eine kleine Teilgewinnnahme, einen kleinen Cashflow generierenden Trade eben auf den Weg zu setzen. Ja, schauen wir einfach mal. Das zu Gold, das zu Silber, das zum DAX, das. Oh, hoppala. Das sieht nicht so hübsch aus, ehrlich gesagt. Kurzen Augenblick. Kurz gucken. Habe ich nicht gerade auf den DAX geklickt? Wie war so? So. Sehr gut. So, neue Tagestiefs. Da sind wir jetzt. Da sind wir auf der Unterseite. Da ist der Bereich, den wir jetzt anlaufen. 14.800 an der Stelle. Also das heißt, wir stoßen jetzt in diese Gefilde vor. Natürlich halt man nicht sofort long in diesen Bereich rein. Also du würdest jetzt an der Stelle natürlich abwarten, entsprechende Konsolidierung gegen diesen Bereich, beziehungsweise eventuell einen kurzen Flush auf das Niveau, Gegenbewegung und dann das Ausbilden eines höheren Tiefs. Aber Fakt ist auf jeden Fall, jetzt stoßen wir auf jeden Fall in die gerade thematisierten Gefilde vor. Also gegen diesen Bereich, Long scheint durchaus interessant zu sein. Was möglich ist, und so schrieb ich es ja auch heute früh in diesem Tweet eben entsprechend, dass wir ein Überschießen sehen, also 750 eben entsprechend, dass die eben angelaufen wird auf der Unterseite. Wie gesagt, deswegen würde ich jetzt nicht einfach pauschal hier ein Limit reinlegen, sondern erstmal eine Stabilisierung abwarten wollen. Was wir aber zunehmend sehen können, ist, dass wir sehr stark extensiert auf der Unterseite sind. Also selbst wenn wir jetzt nicht eine massive Umkehr, ein entsprechendes Reversal und dann Rückeroberung der 15.000 und dergleichen zu sehen bekommen, ist das CRV-technisch für ein Bounce-Play durchaus etwas, was interessant eben sein könnte, weil wir hier mit kleinem Risiko in dem Bereich uns eben entsprechend long positionieren können. In Erwartung, dass es nochmal einen Retest der 15.000er Region dann eventuell gibt. So, Bitcoin. Bitcoin sollten wir auch mal einen ganz kurzen Blick drauf werfen. So, den mache ich hier nochmal ganz kurz auf. So, also Bitcoin sehr, sehr stark sich präsentiert. Wir hatten Bitcoin ja durchaus von der Long-Seite auch gestern zum Thema gemacht, auch schon am Montag zum Thema gemacht. Auch hatten wir gesagt, dass da durchaus mit Eroberung hier dieses Levels, das ist die Region um 48, ein Stint in Richtung eben der 52-700er Region denkbar wird an der Stelle. Haben wir jetzt nahezu fast punktgenau abgelaufen. Long sehe ich den Modus, auch wenn das jetzt relativ stark überdehnt ausschaut, aber Long sehe ich den Modus, solange wir hier oberhalb dieser Trendlinie uns tatsächlich bewegen können. Also, das heißt, solange die nicht gebrochen wird, bin ich hier willens, darauf zu spekulieren, dass wir einen Break über die 52,7 zu sehen bekommen, den Bereich rausnehmen und dann vielleicht sogar uns früher oder später wieder in Richtung der 60.000er Region eben hier aufmachen. Potenzielles Level, gegen das man hier sich vielleicht Long positionieren würde, wäre der Bereich ziemlich genauso um 50.300. Also ehemalige Hochs, das sind jene Hochs, die wir
Fünfter, gestern. Ja, genau. Gestern Abend herausgebildet haben und am Abend dann rausgenommen, die am Abend rausgenommen worden sind. Also das heißt, das wäre hier so eine potenzielle Long-Trigger-Region, 50.300. Stop an der Stelle hätten wir auch relativ klar. Würden wir wahrscheinlich die 49,6 würden wir wahrscheinlich riskieren. 49,5, 49,6, diesen Bereich ungefähr, das Tief dieser Konsolidierung, die sich hier ausgebildet hat. Das würde dann auch damit einhergehen, dass wir entsprechend hier eben entsprechend diese Trendlinie brechen würden. So, Ziel der ganzen Angelegenheit, wie gesagt, auf der Oberseite Break der 52,8, 52,9 bzw. rund gesprochen 53.000er Marke eben. So, ja, das also an der Stelle zu Bitcoin. Gibt es irgendwelche Fragen? Irgendetwas, was wir markttechnisch jetzt hier noch nicht abgedeckt haben, was euch aber noch auf der Zunge brennt? Earnings, ich könnte mal ganz kurz gucken. Earnings-Kalender ist diese Woche extrem dünn. Also das heißt, etwas anders formuliert. Kurz einen Blick übrigens. Ich mache mal hier. Earnings-Kalender ist diese Woche sehr dünn. Warte mal hier ganz kurz auf. So. Pepsi hatte gestern Zahlen. Eventuell bekommen wir morgen ein bisschen Action. Da steht Tilray, stehen ein paar Zahlen an. Tilray ist ja im Bereich Cannabis durchaus von Interesse. Charttechnisch ist das jetzt nicht unbedingt die interessanteste Aktie tatsächlich. Wenn wir uns das mal. Haben wir verklickt? Moment. Tilray, so. Hier ganz kurz. So. Also, das können wir hier sehen. Da gab es ja eine massive Squeeze auf der Oberseite. Das war im Februar. Das war ein unglaublich volatiles Umfeld. Und seitdem sehen wir eigentlich ein kontinuierliches Abwärtsdriften. Und naja, vielleicht der Bereich hier so gegen 12 Dollar Pi mal Daumen. Da könnte vielleicht von Interesse sein, sollten die Zahlen eben überzeugen. Wenn wir hier uns mal Konstellationen anschauen, bereiten wir charttechnisch vielleicht schon mal so ein bisschen vor. Die müsste allerdings, da müssen die Zahlen aber auch erstmal wirklich imposant sein. Also da müssen wir mal gucken. Wir hatten letzte Woche ja mit Triple BY hatten wir ziemlich Glück. Also Bed Bath & Beyond. Mit dem Earnings Release, die hat sich bis jetzt auch übrigens nicht erholen können in irgendeiner Form. Mal gucken, ob Tilray uns morgen Ähnliches eben tatsächlich liefert. Aktuell bewegen wir uns in einem relativ klaren Abwärtstrend. Vielleicht gibt es einen kurzen Pop auf einen positiven Datensatz. Die 12 kann nicht zurückerobert werden. Das ist vielleicht ein Shortplay, wo wir dann auf ein Überrollen gegen diese Trendkanalbegrenzung hier spekulieren können. Und dann Test der 10. Mal schauen. Wie gesagt, wir schauen morgen mal drauf en Detail. Da bereite ich dann auch ein bisschen was vor an der Stelle. Guck jetzt noch mal kurz in die Chatbox. Ist eine interessante Frage. Und zwar, ob wir einen Blick auf den VIX werfen können, können wir natürlich. Und auch, ob wir da zeitnah mit anziehender Vola rechnen können. Wo habe ich den denn jetzt? Okay, wir machen das mal hier ganz kurz über die Plattform. So, bei mir. Und ich mache mal eben hier Tages. So. Also, ich glaube, was eine zunehmende Nervosität nach sich ziehen würde, wäre, wenn wir hier diese Region um die Mai- bzw. die September-Hochs um 28, 29 Punkte rausnehmen würden. Sollten wir einen Pop darüber zu sehen bekommen, dann könnte das tatsächlich einen relativ tiefen Lauf über das 30er-Level eben tatsächlich geben. Aber was ich an der Stelle eben durchaus interessant finde, ist, dass wir trotz der aktuellen anziehenden Vola im breiten Markt und auch noch dieser Korrekturbewegung, die jetzt recht weit vorangeschritten eigentlich schon scheint. Also wenn wir uns mal anschauen, dass wir hier eben eine Korrektur mittlerweile zu sehen bekommen, jetzt tatsächlich in der Größenordnung von eben mehr als 5%, da haben wir ja lange drauf gewartet, dass wir trotz dessen und dieser eher bärischen Vorgaben, jetzt auch aus Europa beispielsweise, dass wir trotz dessen hier keinen substanziellen Anstieg in der Volatilität zu sehen bekommen. Und das muss ich sagen, das ist dann doch durchaus etwas, was ich ziemlich interessant finde, ehrlich gesprochen, weil es nämlich darauf hindeutet, dass wir eventuell diesen Pop auf der Oberseite ohne entsprechend in Anführungsstrichen externen Schock oder irgendwie eine wirkliche Risikoaversion, den man
Markt kommt, deflationären Schock wäre es eigentlich weniger. Also, dass der Inflationsdruck sich so weit aufbaut, dass es zum Spike in Zinsen ganz besonders kommt. Aus der Perspektive wahrscheinlich eher betrachtet, dass es zu entsprechenden Kapitalumwälzungen kommt, beispielsweise. Stärkerer Abgabedruck dann in Equities sich widerspiegelt und dergleichen, dass sich wirklich trotz dieser stagflationären Tendenz, die sich in der US-Wirtschaft herauskristallisiert, beispielsweise die Fed gezwungen sieht, dennoch eben den restriktiveren geldpolitischen Kurs anzuschlagen. Das sind alles so mögliche Szenarien, die eben den Pop hier über diese, mal rund gesprochen, 30er-Region, 28, 29 beziehungsweise 30 eben nach sich ziehen könnten. Ich muss allerdings sagen, wie gesagt, also aktuell erwächst hier so ein bisschen der Eindruck, als wenn eben dieser zeitnahe schärfere Anstieg im VIX eher unwahrscheinlich ist. Plus, wir haben jetzt auch langsam, aber sicher halt ein Umfeld, wo wir alles in allem eigentlich eher bullische Vorgaben sehen. Also saisonal betrachtet, Stichwort Jahresendrallye, das ist durchaus jetzt ein Umfeld, besonders auch der Oktober ist historisch betrachtet. Ich mal ganz kurz hier, da können wir ja auch saisonale Charts uns betrachten. Ist jetzt zwar bezogen auf den DAX, aber nichtsdestotrotz ist das eben den anderen Equities ebenfalls. Wenn wir den DAX uns hier betrachten, wir sehen, dass der November, beziehungsweise Oktober, November und Dezember, dass das historisch betrachtet eigentlich ein unglaublich günstiges Marktumfeld ist. Und die Kombination, wie gesagt, auch dieser Eindruck der dieser nicht aufkommenden Nervosität trotz der jetzt voranschreitenden Korrekturbewegung, lässt mich ein bisschen skeptisch werden, ob es da wirklich einen schärferen Pop wirklich im VIX noch gibt, über die 30er-Marke. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, beziehungsweise auch positiv überraschen, denn anziehende Volatilität ist an der Stelle sicherlich nicht das Schlechteste, aber dennoch ist das etwas, wo ich halt derzeit so ein bisschen vorsichtig bin, glaube ich, ob ich solch eine Erwartungshaltung eben tatsächlich formulieren würde. Eher davon ausgehe, dass wir eher jetzt mit dann einem Abschluss der Korrekturbewegung uns ruhiger präsentieren und dann eben in den Jahresschluss hinein eher nochmal bullische Vorgaben eben tatsächlich zu sehen bekommen. Ja, soweit meinerseits. Also, dann schauen wir mal. Wünscht mir ein bisschen Glück mit Silber. hoffe mal, dass die Idee aufgeht. Wie gesagt, potenzieller Trigger für einen Push auf der Oberseite zurück in Richtung 22,80, 23 ist eben die sind die ADP-Zahlen heute, 14:15 Uhr, die veröffentlicht werden. Bullischer Push würde ich jetzt erwarten, sollten diese eben schlechter als erwartet veröffentlicht werden. Eventuell gibt es ein relativ starkes Signal, die Zahlen werden besser als erwartet veröffentlicht oder kommen in Line rein, aber es ist schon einiges an negativen Bias eventuell eingepreist. Das könnte dann eventuell auch nochmal einen stärkeren bullischen Impuls nach sich ziehen. Und wenn es nicht sein soll, wie gesagt, die 22 ist ein relativ klares Level, knapp unterhalb, gegen das du halt hier eigentlich riskieren kannst. Und dann schauen wir einfach mal, was der Trader-Gott da, ob er uns bereithält. Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert gerne den Kanal. Lasst gerne ein Like hier, falls euch das Video gefallen haben sollte. Und schaut morgen wieder rein, am Donnerstag dann, den 7. Oktober 2021, zum Morning Meeting hier gemeinsam mit Markets. Ich wünsche euch Happy Trading. Passt auf eure Stops auf. Habt euch wohl. Macht's gut. Bis dann. Und tschüss.